Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Asklepios Internetsendung Nachtvorlesung nachgefragt. Heute lernen Sie bei uns alles Wissenswerte rund um das Thema Leber-OP und ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich Professor Karl-Jürgen Ohltafer, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie da sind. Herr Professor, vielleicht eine leichte Einstiegsfrage. Was ist denn die Leber überhaupt genau? Die Leber ist ein ganz wichtiges Organ. Es ist die größte menschliche Drüse, die wir haben. Mhm. Sie ist verantwortlich für viele Produkte, die wir im Körper benötigen. Ich zeige Ihnen das mal hier auf dem kleinen Modell. Mhm. Die Leber sehen Sie hier. Das ist der Rippenbogen. Und die Leber ist hier im rechten Oberbauch angesiedelt, hat zwei Lappen, einen kleineren linken und einen großen rechten. Das Grüne hier unten, was sich so ein bisschen hervorlugt, das ist die Gallenblase. Und in der Leber werden alle wichtigen Gerinnungsfaktoren zum Beispiel produziert, also die wir brauchen, um unsere Gerinnung aktiv zu halten, wenn wir uns verletzen, wenn wir uns schneiden. Mhm. Wir auch als Operateure benötigen eben bei den Patienten eine sehr gute Leberfunktion und relativ viele Gifte, die wir aufnehmen, sei es über den Darm oder über andere Wege, werden über die Leber verstoffwechselt. Ein Leben ohne Leber ist nicht möglich. Also der Patient, also wir brauchen die Leber. Mhm. In der Leber wird auch die Galle produziert, die Gallenflüssigkeit. Das ist am Tag ungefähr 1,5 Liter, die dieses Organ produziert. Und die Galle wird hier in den sogenannten Leberzellen gebildet, sammelt sich dann in den Gallenwegen und wird dann ausgeschieden über den Gallengang, der hinter, das ist der Magen, das ist der Dickdarm, hinter dem Darm in den Dünndarm fließt und hier dann uns hilft bei der Verdauung zum Beispiel. Mhm. Also ein ganz wichtiges Organ. Also ein sehr komplexes Organ, ja. Vor allen Dingen auch mit vielfältigen Aufgaben. Apropos Aufgaben, was sind denn als Leberchirurgen Ihre Aufgaben? Also was kann mit diesem Organ alles sein, dass Sie in Aktion treten müssen? Oh, das ist eine ganz, ganz komplexe Frage. Also meine Aufgabe als Operateur, als Chirurg ist, die Probleme, die die Leber uns bietet, zu sanieren oder zu beheben. Mhm. Und es gibt, eigentlich kann man das in drei Problemgruppen einteilen. Eine Gruppe ist die Verletzung der Leber. Sie können sich das vorstellen, hier ist ja normalerweise der Bauch verschlossen und die Leber und die Milz, die Sie hier rechts, links außen sehen, ist das Organ, was relativ häufig verletzt wird bei Verkehrsunfällen. Okay. Gurtverletzung oder Sie fallen vom Fahrrad oder kleine Kinder fallen auf den Lenker und der Lenker geht hier in diesen Bauchbereich hinein. Wird häufig die Leber verletzt und man kann sich das ganz gut vorstellen. Die Oberfläche ist relativ groß und die Leber ist sehr stark durchblutet, ist ein festes Organ und ein Schlag auf die Leber führt häufig zu einem Riss. Und dann kann es hier aus der Leber bluten, das ist eine Aufgabe, mhm. Also die Versorgung bei Leberverletzungen. Die zweite große Aufgabe ist eben die Therapie von Lebertumoren. Das ist relativ häufig, dass zum Beispiel der Krebs, der sich im Darm sozusagen primär bildet, ursprünglich bildet, dann über Tochtergeschwülste Metastasen in die Leber setzt. Die können überall in der Leber verteilt sein. Das ist eine Hauptaufgabe für uns. Mhm. Ich würde mal fast sagen, die Hauptaufgabe, 80-90% unserer Eingriffe, die wir im Operationssaal in der Leber führen, sind Eingriffe bei Lebertumoren. Mhm. Ein anderer Aspekt ist noch, bei dem auch Leberchirurgen benötigt werden, ist, wenn das ganze Organ krankhaft verändert ist, zum Beispiel bei einer Leberzirrhose und die Leber nicht mehr funktioniert, dann ist man heutzutage in der Lage, auch die Leber komplett auszutauschen und eine Transplantation durchzuführen. Das ist auch dann die Aufgabe von erfahrenen Leberchirurgen. Mhm. Gibt es Ihr Fach eigentlich schon lange, Herr Professor? Ja, also die Leberchirurgie ist schon, sag mal, die erste Leberoperation ist 1889 durchgeführt worden, mhm. Also schon relativ lange her. Aber sie hat sich im Vergleich zu den chirurgischen Eingriffen am Magen oder am Darm sehr spät entwickelt. Eigentlich erst so in den 70er, 80er Jahren. In dieser Zeit ist die Leberchirurgie, ja, hat gewonnen, es sind mehrere Eingriffe durchgeführt worden, Dinge möglich geworden. Und das lag zum größten Teil daran, dass die Leber ein sehr stark durchblutetes Organ ist, mhm. Und die Operation halt häufig blutreich gewesen ist, mhm. Und deswegen so ein bisschen die Angst des Chirurgen vor diesem stark durchbluteten Organ gewesen ist. Ist es deswegen auch so wichtig, dass Sie auch viel an Wissen dazu gewonnen haben, was den Gefäßverlauf in der Leber angeht? Ja. Warum ist das so ein zentraler Punkt? Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass das ganze Blut, welches wir hier im Darm haben und im Dünndarm, im Dickdarm und in dem Magen,
letztendlich über die Leber wieder zum Herzen zurückfließt. Und die Leberdurchblutung macht pro Minute ungefähr 1,5 Liter aus. Das ist eine ganze Menge. Ja. Das fließt durch dieses Organ. Es gibt zwei Durchblutungssysteme. Eine arterielles System, das ist sozusagen das Schlagaderblut, was direkt aus der Schlagader in die Leber fließt. Und dann das venöse Blut, was sich im Dünn- und Dickdarm gebildet hat, dann zurück zum Herz fließt, fließt als Filter also fließt durch die Leber. Und das ist natürlich auch von der Natur ganz gut eingesetzt, weil dann die Nährstoffe, die hier im Dünndarm und Dickdarm resorbiert werden, in die Leber fließen und hier dann letztendlich als Bausteine dienen, um die Gerinnungsfaktoren aufzubauen, ganz wichtige Hormone oder Eiweiße, die wir brauchen. Mhm. Also das ist so ein zentrales Stoffwechselorgan. Und insofern ist das Organ stark durchblutet und wir wissen inzwischen auch, dass es nicht diffus ist, sondern die Leber systematisch aufgeteilt ist aufgrund der Gefäße. Und wir teilen die Leber in 8 Segmente ein. Das sieht man hier nicht, weil die Oberfläche ja relativ glatt ist, mhm, und man kann das kaum differenzieren. Aber die Leber innen ist ganz stark systematisch aufgebaut. Wir wissen über diesen Segmentverlauf relativ viel inzwischen. Und wir wissen auch, dass natürlich zwischen den Menschen, also zwischen unseren beiden Lebern, gibt es große Unterschiede. Wir haben beide zwar 8 Segmente, aber die können unterschiedlich ausgeprägt sein. Einmal kann das Segment 4 größer sein, bei dem anderen ist Segment 8 größer. Und so ist natürlich auch die Unterschiedlichkeit auch bei der Leber gegeben. Und aufgrund dieses Wissens sind wir heute in der Lage, eben auch die Leber entsprechend anatomisch gerecht sauber zu operieren. Was tun Sie denn dennoch im OP, um so große Blutungen zu vermeiden? Sie haben ja jetzt schon erklärt, wie viel Blut da fließt. Gibt es da Tricks oder muss man das einfach mit einkalkulieren? Nein, das wäre natürlich der falsche Ansatz, weil das ist für den Patienten nicht gut, wenn wir viel Blut verbrauchen. Das ist immer mit Nebenwirkungen verbunden. Und alles geht darauf hinaus, eben möglichst Techniken anzuwenden, um den Blutverlust ganz gering zu halten. Und ich kann Ihnen sagen, dass heutzutage die Entfernung eines rechten oder linken Leberlappens eigentlich ohne Bluttransfusion möglich ist. Also wir können heutzutage den linken oder rechten Lappen entfernen und in der Regel keine Bluttransfusion dabei benötigen. Schneiden Sie den mit dem Skalpell oder wie muss ich mir das vorstellen? Oh, jetzt kommen wir in die Geheimnisse der Leberchirurgie. Ja. Ich nehme mir dieses Modell mal und ich versuche mal, ob ich dir die Leber mal entfernen kann und vielleicht kann ich das innen drin. Wenn nicht Sie, schafft das ja. Ja, ich brauche ein bisschen Assistenz jetzt von Ihnen, aber ich mache das mal jetzt mal so ganz alleine, ein bisschen grob flach. Hier ist jetzt die Leber. Im echten OP ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Nicht ganz so, auch nicht ganz so langsam. Gut, okay, wir sehen, das ist die Leber jetzt von dieser Position aus. Mhm. Und ich drehe sie einfach mal. Und jetzt schauen wir von der Unterseite in die Leber. Und wir sehen hier die Gefäße. Das ist die Gallenblase. Das sind die beiden Blutgefäße, die in die Leber ziehen. Und die Technik, die wir anwenden, um die Durchblutung zu stoppen in der Leber, ist, dass wir diese Gefäße anschlingen mit einem Art Lasso und dann das Lasso zuziehen und dadurch die Blutgefäße etwas abbinden. Okay. Ähnlich wie Sie das machen, wenn wir Patienten versorgen im Notfall, die in Extremitäten bluten, dass man letztendlich die Extremitäten abbindet und die Durchblutung vermindert. Das gleiche System wenden wir hier auch an. Und dadurch kann man letztendlich Durchblutung in die Leber reduzieren und dadurch sind wir in der Lage, an einer nicht so stark durchbluteten Leber zu operieren. Mhm. Man kann sogar so weit gehen, dass man das Blut, was in die Leber hineingeht, abdrosselt und das Blut, was sozusagen unter der Leber nach oben zieht und in das Gefäß trainieren, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, das Blut, was reinfließt, muss ja irgendwie auch raus. Und dazu gibt es die Lebervenen, die hier hinten angesiedelt sind. Wenn wir dieses große Blutgefäß auch noch okkludieren nennen wir das, einfach abdrücken oder zuklemmen mit Gefäßklemmen, dann ist die Leber komplett abgehängt aus der Durchblutung und wir operieren dann an einer nicht durchbluteten Leber. Das heißt, wir können letztendlich ganz in Ruhe dann uns durch das Parenchym, durch das Lebergewebe arbeiten und entsprechende Blutstillungsmaßnahmen durchführen.
Das war gar nicht so kompliziert. Das habe ich auf Anhieb verstanden. Ja. Einer der Hauptgründe, weswegen Sie die Leber überhaupt operieren müssen, ist, wenn ein Leberkrebs vorliegt. Gibt es eigentlich gut und bösartige Formen da auch? Können Sie uns da ein bisschen aufklären? Ja, Krebs ist als solches immer bösartig. Also Leberkrebs ist ein bösartiger Tumor. Und es gibt aber auch gutartige Lebertumore, die gar nicht mal so selten sind. Es gibt sogenannten Blutschwamm, das Hämangiom der Leber, das ist relativ häufig. Und es gibt andere gutartige Tumore wie das Leberadenom oder eine typische Erkrankung. Es gibt auch keinen deutschen Ausdruck, das nennen wir die fokal-noduläre Hyperplasie. Das hat man aber ganz schnell wieder vergessen, den Begriff. Das ist ein gutartiger Knoten, den man belassen kann. Bei den gutartigen Tumoren gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, den Tumor zu entfernen. Es sei denn, er drückt, er hat eine solche Größe erreicht, das gibt es auch. Es gibt teilweise eben einen Blutschwamm, der zum Beispiel den kompletten rechten Leber einnimmt und den linken Leberlappen einnimmt. Dann kann es mal sein, dass dieser Knoten auf den Magen drückt oder auf den Dünndarm oder Dickdarm und dadurch zu Verdrängungserscheinungen führt. Und dann gibt es einen Grund, den Tumor zu entfernen, einfach um die Passage wieder zu erhalten. Und dann gibt es, das muss es noch erwähnt werden, einen gutartigen Tumor, das sogenannte Leberadenom, bei dem die für uns schwierig ist zu entscheiden, ob es wirklich ein gutartiger Tumor ist oder ein bösartiger. Das ist, nur ganz wenig letztendlich Weg dazwischen und häufig ist es einfach gar nicht möglich zu unterscheiden vor einer Operation, ob es sich um einen gutartigen Tumor des Leberadenom handelt oder um einen bösartigen, um das Karzinom. Das ist selbst letztendlich bei Biopsien kaum möglich rauszukriegen. Dann würde man sich aber eben so entscheiden, zur Sicherheit. Wenn man das nicht macht, und der Patient hätte einen bösartigen Tumor, würde man sich ein Jahr später eben wirklich ärgern. Und dann hätte man auch einen Fehler gemacht. Insofern sind wir da eher auf der Operationsseite. Und dann gibt es eben eine ganze große Gruppe von bösartigen Lebertumoren. Wir nennen das die primären und die sekundären. Primär heißt primär in der Leber, ursprünglich in der Leber entstanden. Und sekundär, also sekundär in die Leber reingeschwemmt, das sind die Metastasen, die Tochtergeschwülste. Und bei uns hier in Deutschland sind die Tochtergeschwülste häufiger als die Primärtumoren. Also die Metastasen vom Dickdarm oder ja, in der Regel vom Dickdarmkrebs. Also beeinflusst sich das dann gegenseitig. Gibt es denn Risikofaktoren für Leberkrebs? Ja. Also klassischerweise sind das die Virusentzündung der Leber, Hepatitis B, Hepatitis C, sind typische Risikofaktoren, Leberkrebs zu entwickeln. Es gibt eine Reihe von Stoffwechselerkrankungen, die aber sehr selten sind, eine absolute Rarität darstellen, die auch mit einer hohen Rate von Leberkrebserkrankungen verbunden sind. Und natürlich Alkohol muss auch genannt werden, also die alkoholveränderte Leber, die dann teilweise auch in eine Zirrhose übergeht, stellen auch, also die Alkoholzirrhose ist auch ein Risikofaktor für das Entstehen von Leberkrebs. Wenn Sie so einen Leberkrebs dann operativ entfernen müssen, wie läuft der Eingriff ab? Also was gibt es da? Gibt es da verschiedene Techniken, verschiedene Herangehensweisen? Können Sie uns da mal ein bisschen erklären, wie so ein Eingriff abläuft? Ja, wichtig ist die Vorbereitung. Also wichtig ist die entsprechende Planung der Operation, dass wir genau wissen, wo der Tumor in der Leber sitzt, ob er im linken oder rechten, in welchem Segment er sitzt. Und wir wenden hier auch eben eine Computersimulation an, also eine computerunterstützte Vorbereitung. Wir nehmen die CT-Daten des Patienten mit den Tumoren. Das wird über ein Computerprogramm entsprechend aufgearbeitet und wir können die Operation wie ein Pilot, der irgendwo in einem schwierigen Flugplatz landen muss, simulieren. Also wir simulieren die Operation des Patienten am Computer vorher. Also wir resizieren die Leber, wissen genau, wie viel Gewebe zurückbleibt, wie viel wir resizieren müssen, wie weit wir von den Gefäßen weggehen. Das ist eben enorm wichtig für uns und war sehr hilfreich, weil wir dadurch natürlich viel besser vorbereitet in die Operation gehen. Ist das eine neue Technik, also eine neue Entwicklung, von der Sie profitieren? Ja, das ist schon, also neu heißt, das ist in den 90er Jahren entwickelt. Ich war da dabei auch maßgeblich mit beteiligt. Das geht über
dass ein Institut in Bremen, das ist ein mathematisches Institut, die sich mit der Softwareentwicklung beschäftigt haben. Und das ist eine Methode, die mehr und mehr Eingang nimmt in diese Behandlung von Tumoren. Und es ist schon eine moderne Technik, die uns aber wirklich hilft, eine Operation sicherer zu machen als ohne diese Vorbereitung. Und die auch, wenn ich das richtig verstanden habe, genau dabei hilft bei der Entscheidung, wie viel Leber Sie jetzt wegnehmen müssen. Und das ist wiederum bestimmt maßgeblich dafür ein Grund, was die Heilungschance angeht. Ja. Ne? Das hängt doch davon ab wahrscheinlich. Ja. Das Ziel ist, der Tumor muss sicher entfernt werden. Das heißt, wir dürfen keine Resttumorzellen in der Leber zurücklassen, weil das natürlich, dann wäre die Chance da, dass die Zellen wieder wachsen nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Also das Ziel ist bei der Operation, den Tumor mit einem Sicherheitsabstand zu entfernen. Aber wie viel von der Leber können Sie dann überhaupt entfernen, dass das Organ weiterhin mehr oder weniger funktionsfähig ist? Also man kann, also die Grundlage überhaupt ist, das habe ich vergessen zu erzählen, ist, dass die Leber nachwächst. Die Leber hat die Eigenschaft, sozusagen zu regenerieren, nachzuwachsen. Wir trennen den rechten Leberlappen ab. Das heißt, dann wird nicht der rechte Leber wieder nachwachsen, wie ein Ast beim Baum, der wieder ausschlägt, sondern der linke Leberlappen wird einfach größer. Der kompensiert das und wächst. Wahnsinn, was der Körper alles wirklich kann, oder? Das ist die Grundlage. Das ist die absolute Grundlage und da stellt die Leber natürlich auch ein Ausnahmeorgan dar. Ja. Nierengewebe wächst nicht nach. Das ist bei der Leber schon ein Riesenvorteil. Und Sie fragten genau, wie viel man wegnehmen kann. Wenn man ganz euphorisch ist und eine absolut gute Leberfunktion hat und der Patient absolut jung ist, dann kann man bis zu 20% entfernen. Aber das ist natürlich nicht unser Kollektiv von Patienten. Unsere Patienten sind älter, haben vielleicht schon eine andere Erkrankung mitgebracht. Mhm. Die Leber ist eventuell auch angeschlagen durch Chemotherapie. Das wird dann etwas aufgeweicht, diese Grenze. Und wenn wir so zwischen 30% und 40% zurückbelassen, ist das eine sichere Zahl, ein sicheres Volumen. Mhm. Angesichts der ganzen medizinischen Fortschritte und auch der neuen Techniken, der computergestützten, die Sie erwähnt haben, Herr Professor Oldhafer, was können Sie denn heutzutage für Ihre Patienten erreichen? Also wir haben von Leberkrebs gesprochen. Kann man sagen, wenn Sie den einmal entfernt haben, dann ist der Patient wirklich geheilt? Wie sieht es dann mit der Lebensqualität aus? Also gibt es eine absolute Heilung dann auch? Eine Heilung ist gegeben, muss man sagen, oder darf man sagen. Mhm. Wenn wir in der Lage sind, zum Beispiel beim Leberkrebs den Tumor komplett zu entfernen, kann man von Heilung ausgehen. Nur wenn die Leber natürlich geschädigt ist und eine Grunderkrankung in der Leber steckt, zum Beispiel eine Leberzirrhose, dann kann natürlich in der Restleber mit der Zirrhose das Gleiche passieren. Dann kann in der Zum Beispiel, wenn der Tumor in der rechten Leber gesessen hat, der wird entfernt. In der linken Leber ist die Zirrhose nach wie vor vorhanden, kann natürlich in der linken zirrhotischen Leber ein neuer Tumor entstehen. Das ist natürlich, dieses Risiko besteht. Bei den Metastasenlebern hängt es ganz stark davon ab, wie viele Metastasen wir finden, wann die Metastasen aufgetreten sind nach der Darmoperation. Wenn wir zum Beispiel eine gute Voraussetzung wäre, dass die Darmoperation vor 6 Jahren gewesen ist und wir finden jetzt eine Metastase in einem Leberlappen, und dann gehen wir schon ganz stark von Heilung aus. Wenn wir in der Lage sind, diese Metastase zu entfernen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir diesen Patienten damit auch geheilt haben. Haben wir natürlich mehrere Metastasen im linken und rechten Leberlappen, ist das Risiko natürlich größer dadurch, dass wir eventuell wieder Metastasen auftreten. Aber wenn wir die Chance sehen, den Tumor komplett aus der Leber zu entfernen, profitiert der Patient davon. Das sind ja doch einige erstaunliche Weiterentwicklungen, von denen Sie uns schon erzählt haben, Herr Professor. Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, gibt es da noch neue Sachen, die Sie noch sozusagen im Petto haben, technische Möglichkeiten, die vielleicht die Prognose noch besser machen in Zukunft? Ja, wir arbeiten daran, den Vorschlag, den wir am Computermodell vor der Operation erarbeiten, 1:1 in den Operationssaal zu bekommen. Weil wir haben bis jetzt eigentlich uns gut vorbereitet am Computermodell. Wir haben das gesehen, wie das aussehen könnte und sollte, und sind dann mit der Idee in den Operationssaal gegangen, haben aber letztendlich versucht, unseren Schnittmuster in der Leber umzusetzen. Und jetzt bedienen wir uns der Navigation. Navigation ist in der Knochenchirurgie schon etabliert. Navigiertes Operieren heißt, man
orientiert sich an Bildgebung und kann exakt nach der Bildgebung operieren. Und das machen wir zurzeit auch im Bereich der Leberchirurgie. Das ist ganz neu, das gibt es noch nicht so häufig, wir machen das auch. Und das besteht darin, das System, dass wir jetzt über ein Navigationssystem, das müssen Sie sich so vorstellen, wenn das jetzt so der Patient ist, der auf dem Operationstisch ist, wir über dem Patienten eine Art Kamera haben, so eine Infrarotkamera. Über die Infrarotkamera sind uns unsere Instrumente, mit denen wir arbeiten. Angenommen, es wäre jetzt so eine Art Leberskalpell, mit dem wir arbeiten. Wenn wir wissen, wo dieses Skalpell sich auf unserem Computermodell befindet, dann können wir auf dem Rechner, auf dem Bildschirm letztendlich unser Schneideinstrument mit dem Schneideinstrument unsere Figuren nachgehen. Und gucken, das ob System, sie genau auf der richtigen genau Linie richtig sind. Und das ist letztendlich die Idee der Navigation, dass wir dann mit unserem Gerät durch die Leber uns durchoperieren und die Kontrolle auf dem Rechnersystem haben. Das ist nicht ganz so trivial, weil Sie müssen sich vorstellen, das sind so die Detailprobleme, die wir gerade bearbeiten. Wenn wir den Bauch eröffnen, die Leber ist weich, der Knochen ist hart, der Knochen verändert sich nicht. Deswegen ist das navigierte Operieren in der Knochenchirurgie einfacher. In der sogenannten Weichteilchirurgie haben wir immer das Problem, dass das Organ sich verformt. Die Leber kann so jetzt bei der Operation anders aussehen, als wir es im CT haben. Das heißt, wir müssen irgendwie die Form, die Veränderung der Form irgendwie auch berücksichtigen, umsetzen. Und das machen wir über einen Ultraschall. Wir sonografieren die Leber, nachdem wir den Bauchraum eröffnet haben, und sehen dann so ein bisschen die Veränderung und können dadurch uns auch registrieren und entsprechend uns orientieren in der Leber. Das sind so aus meiner Sicht die nächsten Schritte, an denen wir arbeiten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt und führt uns doch weiter in Richtung Sicherheit für den Patienten, Operation, die eben wirklich für den Patienten gerecht dann auch geplant und durchgeführt werden kann. Ein schönes Schlusswort, Herr Professor Oldhammer, das mich staunend zurücklässt. Vielen Dank, dass Sie hier waren und uns aufgeklärt haben. Danke. Gern geschehen. Ihnen auch, liebe Zuschauer, wie immer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie haben die ein oder andere nützliche Information heute bei uns bekommen. Und wenn Sie noch mehr nützliche Informationen zu der einen oder anderen Erkrankung haben möchten, dann empfehle ich Ihnen wie immer einen Klick auf unsere Internetseite. Der Link ist folgender: www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Dort können Sie sich alle Sendungen anschauen, die wir bisher für Sie aufgezeichnet haben. Und darüber hinaus finden Sie dort auch noch eine sehr wichtige Liste. Und zwar können Sie darin nachlesen, wann, wo und zu welchem Thema demnächst mal wieder eine hanseatische Nachtvorlesung stattfindet. Eine schöne Veranstaltungsreihe von Asklepios, die ich Ihnen sehr ans Herz lege. Nicht nur, weil sie sehr informativ ist, sondern auch, weil sie kostenlos ist. Also wenn Sie sich anmelden möchten, es geht alles über unsere Internetseite. Einiges zu tun für Sie. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen, natürlich gute Gesundheit und bis bald. Tschüss.